Grüß Gott, mein Name ist Johannes Rötzer. Ich bin in der WA verantwortlich für Blatt- und Spurennährstoffdünger. Wir haben jetzt die zweite Maiwoche. Wir sind heute in einem Weingarten, der sich aktuell im Fünfblattstadium befindet. Somit stehen die ersten Pflanzenschutzmittelmaßnahmen an. Richtiger Zeitpunkt, über Eisen- bzw. Zinkmangel zu sprechen. Eisenmangel ist bekannt, sieht man an den gelben Blättern mit dunkelgrünen Blattadern. Zinkmangel sieht an den Blättern sehr ähnlich aus, hat aber zusätzlich verkürzte Internodien. Wichtig ist auch die Witterung. Heuer ist es bis jetzt sehr trocken, somit ist von einem höheren Eisen- bzw. Zinkmangel auszugehen. Wenn man in das Vorjahr schaut, bzw. auch 2-3 Jahre zurück, und in einem Weingarten Eisen- oder Zinkmangel festgestellt hat, ist es anzuraten, früh mit einer Blattdüngung zu beginnen. Die passenden Produkte sind FE-Gelat mit 0,5 bis 1 Kilogramm pro Hektar, Agro-High-Eisengelat, das ist flüssig, mit 1 bis 2 Liter pro Hektar, oder Blattgrün NFE mit 1 bis 2 Liter pro Hektar. Dies enthält neben dem Eisen auch noch Stickstoff, was einen Synergieeffekt bewirkt. Oder Agro-High-Zinkgelat, wenn man Zink braucht, eine gewisse Menge des Eisenblattdüngers ersetzen. Reine Aufwandmenge wäre auch 1 bis 2 Liter pro Hektar beim Zinkgelat. Oder man verwendet Agro-High-Wein und Obst als Allround-Dünger für den Weingarten. Dieser enthält Eisen und Zink sowie andere Nährstoffe. Als Praxisempfehlung nenne ich immer, die halbe Aufwandmenge und die doppelte Anzahl der Applikationen verbessern die Wirkung. Holen Sie sich dazu Beratung im Lagerhaus. Wir wünschen gutes Gelingen. Auf Wiedersehen.